Einen wunderschönen sonnigen Vormittag hier bei Heavy Traders. Ja, es ist wieder soweit. Ich darf euch wieder herzlich einladen, live dabei zu sein. Und zwar bei unserem Team Trade des Tages. Wir werden natürlich wie gewohnt auch mal auf vergangene Trades schauen. Das heißt, es gibt auf jeden Fall einiges abzudaten, gerade auch was den DAX angeht. Vor allem aber auch bestehende Positionen wie die HelloFresh. Wir werden aber auch gleich mal schauen, was denn noch so in Europa passiert. Da haben wir nämlich die Nokia uns heute rausgesucht. Dann natürlich mit der provokanten Frage von 6G auf 6 Euro. Beides hat nämlich eins gemeinsam, noch in der Zukunft. Und das werden Themen sein, die wir natürlich auch gleich aufgreifen werden, auch charttechnisch gesehen. Und damit starten wir auch direkt, wir gehen direkt in die Charts. Und da sehen wir auch nämlich schon erstmal den DAX. Und vor allem sehen wir ja, was wir ja auch jetzt die letzten Tage beobachten konnten. Also seit Mitte März hier. Und zwar, dass wir so eine kleine Handelsspanne aufgebaut haben, dass die Volatilität des DAX sich hier in den Rahmen hält. Und der Rahmen geht hier von 14.200 auf 14.500 exakt. Und das sind so die Punkte, die wir ja auch ausnutzen wollten, gerade auf der Unterseite. Das hatten wir ja am Montag, also sprich gestern nochmal vorgestellt, einen Trade-Gedanken hier mit einem engen Stop hier zu versehen. Also was ist eng hier oberhalb eben dieser Handelsspanne. Wir haben den aber dann im Nachhinein auch angepasst, tatsächlich auf einen Stand. Und entsprechend sind wir dann hier, wie man erkennen kann, mit dem Schub nach oben dann auch rausgenommen worden. Also gerade hier ist das eben ein Punkt bei uns, den wir später natürlich detaillierter um 14.15 Uhr besprechen werden. Aber zumindest mit dem Stop auf einen Stand, wenn das dann schon gegen uns läuft, denn kein Verlust. Was genau wir dann aber weiterhin vorhaben, also ob der Trade jetzt wirklich dann komplett abgeschrieben ist oder was wir dann weiterhin dann im Blick behalten, das dann natürlich Näheres später um 14.15 Uhr. Ja, ein kleines Update auch nochmal zur HelloFresh, auch die Aktie, oder was heißt auch, also die Aktie, die ist noch drinne, die konnte zumindest davon, dass wir jetzt ja die gestern einen Ticken runtergedrückt hatten über den Tag hinweg, kam natürlich auch etwas von unserem Buchgewinn, sage ich mal, runter. Deswegen sind wir aktuell jetzt nur noch bei 6% im Plus, weil wir halt bei der HelloFresh nur noch bei 41 Euro sind. Die war hier auch im Hoch schon über 42. Ändert aber nichts daran, dass wir hier dennoch diesen aufwärtsenden Trakt haben. Also viel gibt es da an sich an der Stelle charttechnisch noch nicht zu erzählen. Das wird natürlich später noch spannender um 14.15 Uhr, wenn wir dann eben auch nochmal den Ausblick etwas angepasster auf den März betrachten, weil da müssen wir natürlich separieren, was ist denn noch generell in diesen letzten fast zwei Wochen möglich, in etwa, ja nicht ganz, und was stellen wir uns darüber hinaus nochmal vor, und gerade auch wegen der jüngsten Bewegung gestern, also aktuell sehen wir ja auch hier, sind wir soweit da noch weiterhin auf Fahrt. So, wo wir aber noch nicht sind, das ist die Nokia, das ist der Wert, den wir uns heute rausgesucht haben. Das hat hier auch sowohl charttechnische als auch fundamentale Gründe. Man muss sagen, Nokia selber, ja, das Unternehmen gibt es noch. Das Unternehmen, wie ihr wisst, oder die, die sich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt haben, wissen, dass gerade eine relativ große Sparte eben auf infrastrukturellen Ausbau erfolgt. Also wirklich, ja, ich habe es im Titel natürlich 6G erwähnt, soweit ist es an sich noch nicht. Aber gerade so 4G und 5G-Ausbau, das ist einer der Kerngeschäfte. Und wie das dann nun mal so üblich ist, eben mit ja, längeren Jahresverträgen. Jetzt neuestens zum Beispiel mit T-Mobile Polska, neuer 10-Jahres-Vertrag, auch da mitunter der 5G- oder Radioinfrastruktur, was da ja eben ein Thema sind. Das kam jetzt noch letztens dazu, wobei man sagen muss, das ist jetzt an sich eine globale Geschichte. Auch in Indonesien letztens der 3-Jahres-Vertrag, auch da übrigens 4- und 5G-Ausbau. Das sind so Punkte, das ist eben bei der Nokia auf jeden Fall mit zu erwähnen, aber natürlich nicht alles, natürlich Näheres dann auch. Um 14.15 Uhr später zum Unternehmen selber. Aber was hier auch charttechnisch gerade interessant ist hier an der Stelle, ist, dass wir schon allein seit Anfang März auch eben wieder diese Trendwerte eingeschlagen haben. Und prozentual ist das eben nicht wenig, wenn wir mal auf das Detail achten. Also gerade von den knapp 4,25 Euro sind wir hier fast wieder an den 5 Euro angekommen. Klar, ein bisschen ist noch Platz. Und auch hier müssen wir sagen, dass wir seit Mitte März dort, wo auch beim DAX, wie wir am Anfang sehen konnten, diese kleine Handelsspanne sich aufgebaut hat, auch das sehen wir hier. Also es ist jetzt kein Zufall, dass es hier nicht komplett in eigenen Strom schwimmt, sondern dass wir hier zumindest seit diesem Zeitpunkt die Sache gedeckelt angegangen sind. Also nicht wir, sondern die Aktie, dass wir hier knapp 4,88 Euro, 4,89 Euro, dass da erstmal noch weit Schluss war. Und wir sehen auch hier, dass die Aktie gerade in den letzten Zeitraum nicht wirklich stärker nach unten zum unteren Bereich der Handelsspanne wollte. Wir sind hier schon oben verblieben. Wir sehen hier schon eine gewisse Stärke, die wir natürlich dann später auch nochmal genauer eben analysieren wollen mit euch dann, gerade weil wir hier dann eben noch nicht verraten wollen, jetzt an dieser Stelle, was wir eben dann sowohl vom CRV als auch von unserem konkreten Tradingplan, was wir da eben konkret von der Umsetzung vorhaben, das werden wir später verraten. Aber vorab können wir jetzt schon mal sagen, wir sind im Long eingestellt und wir schauen natürlich oder wollen gewisserweise auch ausnutzen, dass eben entsprechende Analysten weiterhin Nokia nicht nur hoch behalten haben in der Einstufung, sondern sogar abgegradet haben, diverse Outperform-Ratings, die hier noch eingetrudelt sind, über den Monat hinweg und wo wir da eben unsere Anpassungen sehen oder zumindest mal unsere Planung. Das dazu natürlich später in der Praxis. Das war es jetzt hier auch erstmal soweit von der charttechnischen Perspektive. Wir haben uns gerade für die
Zen-Trade, folgendes Zertifikat rausgesucht, MA6ZHE. Das Ganze hat hier einen Viererhebel, was tatsächlich bei dem Wert sogar eine recht sportliche Geschichte ist. Und das bei einer Knockout-Schwelle von 4,12 Euro. Und was wir damit eben konkret vorhaben und natürlich auch nochmal im Kontext unserer Trade-Updates dazu dann eben Näheres um 14.15 Uhr. Deswegen registriert euch unter heavytraders.live und dann sehen wir uns später. Bis dahin.